sie meinen Penis zensieren. Mein Penis ist schön und die Welt soll ihn sehen. Und mit diesen Worten. Das ist ja perfektes Timing. Hallo und herzlich willkommen zum Beatstream. Was denn? Und Spaß, mein kompletter Penis besteht aus 3, 6, 12 Pixeln, Alter. Ich hab sogar mir ein paar Dev-Blogs mal durchgelesen. Der hat zwischenzeitlich den Penis nicht zensiert und hat auch so einen Blog geschrieben, so, fickt euch alles, mir scheißegal, ich zensiere das nicht, stellt euch so an. Aber dann hat er wohl irgendwie so viel Druck gekriegt, dass er die Zensur doch wieder reingebaut hat. Ah, okay. Ja, einen wunderschönen guten Abend an allen heimischen Geräten bei Hashtag Beatstream. In Twitter heißen wir alle willkommen. Schnittchen, Alter! Den Funk Fresh Bier heißen wir schon wieder willkommen als Subscriber. Vielen Dank dafür. Und wir spielen heute Abend Rust. Peter, oh, das ist ein dicker Stein der Liebhaftigkeit. Und wir sind auch schon, quasi dabei. So, Bild und Ton muss ich gerade mal hier prüfen. Ne? Geil, mir wird gerade erzählt, wenn du stirbst, ist die Zensur weg und man sieht den Dödel. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich bin schon gestorben. Wir gucken jetzt natürlich auch Dödels. So, Moment. Ich bin hier auf dem Server schon gestorben, bin wieder da und wenn ich Tabulator drücke, sieht man meinen Penis nicht. Obwohl der bestimmt majestätisch ist. Also ich habe Rust eingestellt. Moment. Was macht der da? Ist es noch schwarzes Bild? Ja, ich weiß. Ich weiß aber nicht. Geil, kann man unendlich viele Rohstoffe von so einem Ding mittlerweile holen? Deine. Nee, ich glaube nicht, aber die haben das erhöht. Ich glaub grad seit 200 Rohstoffen auf so einem Stein rum. Ja, was? Ja, da kannst du. Ja, 200 ist ja nicht viel, da kannst du schon auch nicht. Na, warte. Ja, gut, ich weiß halt auch, früher konntest du halt dreimal da drauf hauen, aber der Stein weg. Ja, das stimmt. Stimmt, da mussten wir immer darauf warten, dass neue Steine gespawnt sind, ne? Ja. So, ich hab mir jetzt einfach mal 300 Rohstoffe von allem geholt. Sag mal, habt ihr eine Ahnung, wieso ich in OBS kein Bild bekomme? Von Rust? Vielleicht. Ja, ich hab tatsächlich eine Idee. Könnte sein, dass du die Szene zu klein ausgewählt hast. Das habe ich auch manchmal ein Problem, weißt du? Dass das Szenenbild quasi von dem Spiel als ganz kleines Scheißding angezeigt wird, oben links in der Ecke. Und das erst auf Fullscreen quasi ziehen muss. Das passiert mir des Öfteren. Okay. Leider nicht. Das wäre ein guter Ansatz gewesen. Ich bin gerade nackt und renne einem Reh hinterher. Schnittchen-Alarm! Lieber Nippy-Style, ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind gerade dabei, oder ich bin gerade dabei, das ein bisschen zu fixen. Denn dann mache ich Schnittchen-Alarm! Irgendwie mag. Danke fürs Subscriben. Nee, dann mache ich das anders. Dann filme ich nicht das Spiel ab, sondern filme ich den Monitor ab. Das ist ein Huhn. Dann machen wir das aber so. Nee, Moment. So. Alter, das Huhn ist scheiße schnell, Alter. Dann nehmen wir doch die Monitoraufnahme von linker Monitor. Das ziehen wir natürlich auf volle Möhre groß. Zack. Ne? Dann seht ihr nämlich jetzt meinen linken Monitor. Mal gucken, ob das funktioniert. Ganz nach unten. Da haben wir dann alle Sachen. Und ja, tatsächlich. Es funktioniert. Ach. Ich hab grad erstmal ein Haus ausgeraubt. Ich hab schon einen Bogen. Ich bin nicht getötet worden, als ich die ganzen Sachen hier eingestellt habe. Ist ja, das ist halt awesome. Immer wieder die Sache, weißt du, bei Rust lohnt es sich normalerweise gar nicht selber anzufangen, aber da habe ich jetzt einfach mal angefangen. Schnittchen-Alarm! Dovahkiin! Hallo und herzlich willkommen, vielen Dank fürs Subscriben. Wie ihr seht, hat sich bei Rust ein bisschen was geändert. Die Grafik ist komplett anders. Ja? Fand ich krass. Auch die Hände sehen jetzt ein bisschen besser aus, wenn man den Stein in der Hand hat. Alles sieht ganz tausendmal besser aus. Ja, das Menü sieht viel schicker aus. Man kann jetzt auch die Sprachen in-game ändern. Sogar auf Piratensprache kann man ändern, ja. Und deswegen haben Peter, Dennis und ich gedacht, gucken wir zumindest mal rein. Man muss zugeben, dass wir schon das ein oder andere Mal von euch, den Zuschauern, darauf hingewiesen wurden. Ja, das mit den freundlichen Worten, ey, ihr blöden Fotzen, guckt doch mal wieder in Rust rein. Trade, vielen Dank für Subscribe. Schnittchen-Alarm! Und Snake Zero LP, hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier direkt schon bei so einer Zone, die Radioaktivität hat. Ich glaube, da machen wir jetzt mal einen Supply Run. Er ist ein Hirsch. Hirsch oder Radioaktivität? Das ist hier die Frage. Ich nehme die Radioaktivität. Man sieht deine Items nicht aufgrund des Twitter-Fensters. Ja, ich weiß. Ich habe einen Stein und ein Stini.
Oh Gott, wie sollen denn hier nochmal... Ah, da, die Kisten. Alter Vater, das hört sich aber nicht so gut an. Wie mach ich denn nochmal mit... So. Eieiei, 700! Oh. Überall in der Welt komische Fässer rum. Ich weiß nicht, was man mit dem... Oh, ich werde das sofort ändern da unten, keine Bange. Alter Junge, ich ich bin so verstrahlt, ich könnte eine ganze Stadt mit Strom versorgen. Uiuiui, mein Leben macht einen Abgang. Krass, das geht viel schneller als früher. Ich bin jetzt nur einmal kurz reingerannt und hatte sofort eine Verstrahlung von 700. Ich weiß halt nicht, ob 700 noch so viel ist wie früher. Genau. Doch, der Balken war fast voll. Oh. Aber die geht auch schneller wieder runter, habe ich das Gefühl. So, jetzt gucken wir mal, was ich denn überhaupt erbeutet habe. Ich habe eine Wasserrohrschrotflinte erbeutet. Natürlich ohne Munition, ja, wie sich das gehört. Ich sehe einen Wolf. Oh, Marin. Wölfe sind nicht cool. Ich muss noch mal kurz minimieren. Dann werde ich eben hier Twitter ein bisschen... Ich habe ihn gemacht. Nach unten machen und ein bisschen... Ja, muss ich ein bisschen kleiner machen, weil sonst weiß ich nicht, wohin damit. Tessa sind Lootpunkte, schreibt mir gerade der... Ja. Wasabi! Das hat mir der Tim auch schon geschrieben. Du bist ein bisschen langsam, Marius. Aber trotzdem danke. So. Da, guck mal. Bestens. Da sieht man auch, dann dass ich mal zurück zum Fass. Eine Fackel in der Hand habe. So, und jetzt bauen wir mal ein bisschen Stein ab. Nee, das ist kein Stein. Das ist ein Steiner abbauen. Macht lieber wieder ein weites LP zu Rust. Müssen wir mal gucken. Dafür sind wir jetzt ja gerade hier. Dafür genau. Also das wird jetzt nicht der Start von einem möglichen neuen LP, sondern das ist jetzt hier gerade ihr. Wir nehmen euch live mit, wie wir dem Spiel nochmal eine Chance geben, uns das angucken und dann entscheiden, ob wir dazu nochmal ein Let's Play machen wollen oder nicht. Exakt, weil Peter gab auch zu bedenken, sobald dann wieder irgendwann bekannt wird, wenn wir uns auf einem Server niederlassen und dann disconnecten, dauert es wahrscheinlich keine 5 Stunden, Alter, bis unsere Sachen alle wieder weg sind. Ich bin nackt und ja, hab einen grünen und einen schwarzen Gummistiefel an. Dann bist du so nackt. Und nicht anders sieht das aus. Ich sehe aus, als wenn ich da gleich auf einem Swingerfest richtig loslege. Ich hab hier so ein mega krasses Gebäude gefunden. Das sieht auch alles anders aus. Auf welchem Server spielt ihr? Ja, lieber Nikitos, das ist so eine Sache. Die Türen sehen anders aus, die sind aber immer noch mit dem Zahlencode gesichert. Was ich eine ganz coole Sache fand. Ja, da hatten wir doch die Zahlencodes. Hey, da sieht ein Reh. So. Das sieht ganz schön aus. Der Metzelmeister. Mich würde mal interessieren, das könnt ihr auch gerne mal schreiben, ob die Sachen, die Gebäude, die man baut, sind die nicht irgendwann verschwunden? Nach einer Zeit? Ja. Ist das immer noch so? Fände ich irgendwie, naja. Versuche gerade die Tür zu knacken. Chris, ich will ein Kind von dir. Nimm mal zwei. So, hier ist ein Fass. Stirb, Fass. Das Fass geht nicht kaputt. Das Fass ist kaputt gegangen, aber da ist kein Loot drin. Frech. Das lässt dann so Säcke fallen. Herzlich willkommen bei Fragen und Problemen kommt auf unseren TS3. Ja, sehr gut. Na, das sieht man nicht. Also, Schnittchenalarm. General Bo oder Bö. 12. Ich habe einen Hirsch erlegt. Uga, uga. Wie hast du das eigentlich gemacht? Ach, du hast schon einen Bogen, wa? Ja, ich habe schon einen Bogen, ja. Ich habe Holzpfeile gefunden. Und hier ist, das ist Metall. Also hier kann man Metall abbauen, denke ich mal. Nee, Steine. Cool. Steine und da Metall. Gibt's, da gibt es allerdings Metall dazu, muss man mal an der Stelle sagen. Das Crafting-System hat sich insofern geändert, als das... Moment. Ich meine jetzt, ich weiß gar nicht, ich kann noch gar nichts craften, ehrlich gesagt. Schnittchen, Alter. Aber man kann Sachen in eine Schleife sozusagen schicken und man muss nicht mehr stehen bleiben. Das heißt, so 5 Minuten rumstehen, ja, während man irgendwelche so Sachen macht. Das ist mega geil einfach nur. Gibt's nicht mehr. Das ist echt gut. Jetzt habe ich einen verpasst. Verdammt. So, gleich brauchen wir Holz. Dann haben wir Steine, dann machen wir uns erstmal. Was macht man sich denn da nochmal? So diese komische Axt. Stone Hatchet. Ja, genau, die Stone Hatchet. Das Spiel ist teilweise auf Deutsch, muss man sagen. Wenn man sich hier mal die Rüstungswerte anguckt. Mit Heat, Melee, Cold und so, aber naja, gut. Piratensprache ist sowieso die geilste. So, wir haben jetzt genug Steine, ich habe keinen Bock mehr auf Steine. Aber hier sind keine Bäume. Also da hinten sind Bäume, das ist voll weit zu laufen. Ach so, und den Tipp vielleicht noch an Bram, weil ich letzte Mal hatte, als ich nachts mit Peter kurz gespielt habe. Geh nicht in den Fluss. Mag schon. Okay, weil da bin ich gestorben. Okay, bei mir ist da nichts passiert.
Okay. Also ich bin im Fluss. Ich meine, okay, du wirst sofort nass und dir ist kalt. Und ich bin dann relativ schnell verreckt. Warum? Keine Ahnung. Guck mal, kann klopfen an der Tür. Sehr geil. Kann man auch als Frau... klein, auf der ich bin. Nekato hat gefragt, ob man auch als Frau spielen kann. Nee, kann man nicht. Wir sehen ja, dass wir da nackt sind. Und jetzt mache ich mal ganz üble Schleichwerbung. Wäre eigentlich voll geil, wenn sich der Typ irgendwann aus unserem neuen Pizmeat-Store anziehen würde. Oh, shit. Okay. Oh, shit, Alter. Ja. Ja, wie ist denn der neue Pizmeat-Store? Wie kommt man da hin? Wie ist denn der neue Pizmeat-Store? Das ist ganz einfach, Peter. Da gehst du auf www.pizmeat.de und klickst oben auf Shop. Da kann man dann auf Merchandise klicken. Und dann findest du unsere ganzen schönen neuen Artikel. Alternativ gibst du www.pizmeat.de/shop einfach in die Adresszeile ein. Oh mein Gott, Bob, ist das nicht unglaublich? Okay, ja, wir haben Eigenwerbung gemacht. Cool. Ich muss ja dazu sagen, ich habe den Shop bisher noch nie gesehen, obwohl ich zu allen Produkten die Beschreibung gemacht habe. Müssen wir nachher noch hier Werbevideo oder so oben links einbauen. So, Holz! Gib mir Holz! Ich will Holz. Ich mach mal eine Stone Hatchet. Oh, Bram, nice one. Oh ja. Warte. Da gibt's auch die ganzen Plüschstiefel, die ich anhab. Boah, das passt voll gut, ey. So, wie viel Holz haben wir denn jetzt gesammelt? 280. Man kann sowohl mehr Stacks nehmen, also mehr Holz an sich, aber man braucht auch mehr Holz zum Craften. Ja, auf jeden Fall. Hier für so eine Hatchet, also ein Steinbeil, ja, brauchen wir 100 Steine, Alter. Scheiße, ich hab doch nicht genug. Scheiße, was mir gerade einfällt ist, da ich nicht genug Steine gesammelt habe. Nee, ich hab dir noch gar nicht gezeigt, wie man dieses scheiß Ding, diese neue Funktion von Domi einbaut, wa? Was ist denn die neue Funktion? Donations-Funktion, meinst du? Ja, genau. Leute, ich bin im Kreis gerannt. Holy shit. Jetzt hab ich immer diese Musik, und ich weiß noch nicht mehr, woher das Lied ist, ey. Auf der Homepage kommt nur Error displaying this error page. Application instantiation error. Could not connect to MySQL. The store is down. Schreiben sie gerade. Sehr gut! Hat ja jemand! Store wunderbar. Is down. Das Geile ist, ich möchte an dieser Stelle ganz kurz etwas vorlesen, ja? Was mir um 18.50 Uhr geschrieben wurde. Blablabla, unwichtiger Bullshit. Die haben auch extra Kurs und mehrfach Performance geschaltet, damit wir für den Ansturm gewappnet sind. Die Webseite ist auch schon bereit. Diesmal geht sie nicht down. Alles klärchen. Hat ja lange gedauert. Wobei, mit mir geht's doch. Dauert lange? Das geht. Ich geh mal ab. Da ist nichts rausgekommen. Nicht frei. Oh, da ist gerade, bei uns auf der Seite wird gerade geschaltet für Grey Goo. G-Stacks, vielen Dank fürs Subscriben. Grey Goo soll ein erstaunlich gutes Strategiespiel sein, by the way, für euch Strategienasen vielleicht. Warum wird eigentlich, wenn man www.pizmeat.de eingetippt, immer daraus www.pizmeat.de gemacht? Domi, was soll das? Ja, das weiß ich auch nicht. Wir haben das eigene Internet jetzt. Wir sind im www2. Das männliche Model sieht aber auch so ein bisschen Crystal Meth abhängig aus. Das war der Plan, wir wollten das möglichst authentisch machen. Ich habe nicht mehr ganz so viel Leben, ohne Spaß. Ich will jetzt nicht zu den Steinen da hinten zurücklaufen. Hier müssen doch noch Steine sein. Aber ist ganz hübsch. Ich brauche auch langsam mal was zu essen. Ey, jetzt kann ich mir endlich mal diese geile Handyhülle bestellen, die ich die ganze Zeit haben wollte. Mit Nougat-Phone oder was? Ja, hier selber, das habe ich selber richtig professionell in Photoshop zusammengebaut. Aber das Logo kam von, das abgewandte Logo kam vom, hier, Andy oder dem Lefauco. Ah, okay. Moment. Die anderen Logos. Also Andi ist doch Lefauco. Ja, sag ich ja, Andi. Achso, ich hab verstanden, Andi und Lefauco. Die anderen Logos, die kommen von dem von Holy Mesh, mit denen wir jetzt neuerdings zusammenarbeiten. Im Gegensatz zu unserem bisherigen Shop. Haben die halt eigenen Designer angestellt, haben sich mit uns getroffen, haben halt gesagt, wir könnten das so machen. Und ich finde, das ist ganz hübsch geworden. Ich habe ein grünes T-Shirt gefunden. Ich bekomme auch gerade die Meldung von Domi. Unsere eigene Seite, die hält dem Ansturm gerade stand. Holy Mesh ist schon down. Sehr gut. Es geht bei mir. Gute. Okay, cool. Geht wieder. Ja, dann, ist egal. Ich finde, wir sollten in unserem Store sollten wir die Beschreibung der von Rust eigentlich anpassen. Ich habe gerade ein grünes T-Shirt gefunden mit der Produktbeschreibung bla bla. Finde ich eigentlich ganz gut.
Wie geil ist das denn bitte? Ich habe auch eine geile Beschreibung. Eine Dose ohne Bohnen im Inneren, weil sie jemand aß. Ein Gierschlund vielleicht. Moment, wie ziehe ich den Quatsch denn nochmal an? Einfach nach links ziehen. Also drag and drop. Unter deinem Männchen sind so Felder. Ach so, oh lol. Ich habe das auf mein Männchen gezogen. Oh, geil! Das T-Shirt hört genau über dem Lümmel auf, ey. Und ich habe einen Müsli-Riegel gefunden. Den essen wir jetzt erstmal. Oh, sehr gut. Da haben wir ein bisschen mehr Essen. Ach, Bram, zieh den Hose an. Aber wieso? Keine Hose, keine Probleme. Schnittchen-Alarm. Pinguin-Oma, hallo und herzlich willkommen und vielen Dank fürs Subscriben. So, hier, komm mal. Ah, Steine. Steine. Ich habe noch keine einzige Person gefunden. Ich habe schon welche gesehen, aber ich bin weggerannt, weil die aggressiv aussahen. Und seitdem renne ich halt durch eine riesige Wüste. Und ich habe noch, mit Ausnahme von dem Reh am Anfang und dem Huhn, kein Tier gesehen. Wo du Wüste sagst, stimmt. Es gibt Biome. Also es gibt Wüste und Schnee und so was wie Tundra. Und ich habe gelesen, das könnt ihr ja vielleicht auch mal schreiben, ob das stimmt. Wüste soll eher so im Süden sein und dieser ganze Schnee- und Kältekram soll eher im Norden der Karte sein. Stimmt das? So, jetzt cool. Können wir endlich mal was craften. Dann wäre ich mitten, also ich bin echt mitten in der Wüste. Ein Steinball. Ey, Christian, hast du schon mal F3 gedrückt? Wow! Das ist mega sexy geil. Sexy Beast, Alter. Das ist echt schön, dann, weil mein T-Shirt hört genau über meinen Arschbacken auf. Lol, da war gerade tatsächlich eine Stonehatchet in so einer komischen Loot-Kiste. Ich crafte meine gerade und wie ihr seht, das dauert eine ganze Weile, aber man kann rumlaufen und einfach weiter. Ohne Spaß, ich mache jetzt ein Foto und poste bei mir bei Facebook, wie geil meine Gummistiefel sind. Kriege ich mir irgendwie einen Shot von vorne? Naja, ich glaube, von vorne geht nicht. Na doch, ich nehme einfach den aus dem Inventar. Ah ja. So, Moment, ich bearbeite das mal ganz schnell noch. So geil aus einfach nur. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, es gibt wenig Tiere. Also ich habe bis jetzt einen Hirsch gesehen. Es gab auch Schweine, gab es noch? Hühner? Gab's Schweine? Ich glaub, arbeiten. Oh, da hat jemand Geburtstag. Alles Gute an Tayano 123. Woher Happy weißt Birthday. Du, dass das wirklich so ist? Hat sie die nicht. Quellenangabe dazu gefügt? Nö, vielleicht, aber. Steht hab ich gerade gesehen. Wikipedia? Peter zieht dir eine Hose an. Also, nee, Leute wieso haben, denn Hosen? Leute haben keinen Geburtstag, wenn er bei Wikipedia steht. Ja, keine Hosen, keine Probleme. Mach jetzt mal hier ein Campfire. Das ist ein guter Freund von mir auch immer. Aber Bäume fällen kann man nicht. Das ist, glaube ich, serverseitig eingestellt, oder? Weiß ich nicht. Kann mir jemand sagen, wie ich Fleisch brate? Ist das einer von euch? Das weiß ich leider. Ja, man kann, also das ist, ja, wir wissen, dass es noch die alte Version gibt. Also wenn man Rust startet, kann man auswählen, ob man die neue oder die alte Version spielen möchte. Auf der alten gab es dann auch noch ein paar Neuerungen, aber ich denke, die neue wird die sein, die dann auch weiter gefeatured wird, oder nicht? Da gehe ich auch stark von aus, ja. Also die gehen da nicht hin und sagen, boah, hör mal, lass mal das ganze Spiel, den ganzen Code nochmal neu schreiben. Also und dann schmeißen wir wieder. Ich bin doch Admin, ich darf doch bestimmt im Chat Links posten, oder? Ja. Ja. Alles klar, dann 750 Wood gibt's pro Aber Baum. Nicht spammen, Bram, sonst bannt ich der Bot. Ich bin an der Wüste. Hab ich ja nicht vor. Ich will ein einziges Mal posten, damit die Leute, falls für die Leute Interesse haben, damit die sehen, wie geil mein nackter Arsch ist. Chris spielt hier irgendwann Stranded Deep. Stranded Deep habe ich sogar tatsächlich selber schon gespielt, fand's ganz hübsch, aber noch nicht so viel zu tun. Interessant sah es auf jeden Fall aus. Ich bin auf Updates gespannt. Ich habe so einige Indie-Titel noch, die ich mal angezockt habe, aber noch nicht gezeigt habe. Einfach mit dem Gedanken dahinter, dass ich lieber noch ein paar mehr Spielinhalte hätte. So zum Beispiel, wie hieß das noch? What the fuck? Weiß nicht mehr. The Long Dark oder so. Solche Sachen. Oh, meine Hatchet ist fertig. Moment, stimmt. Ist bei dir auf meiner Pinnwand das Bild drauf? Bei dir auf meiner Facebook-Pinnwand? Ja. Ja! Da ist meine Mighty Hatchet. Ja, ich sehe es. The fuck, bei mir ist das nicht da. Postet vor einer Minute. Jetzt müssen wir schon ein bisschen schneller werden vom Sound her. Ah, doch, da. Alter, wie schnell man Holz sammelt, ist ja geil, ja. So, was können wir jetzt für euch zur Info, falls ihr Fleisch braten wollt, ja, das müsst ihr einfach in Lagerfeuer-Loot packen. Kann aber 2 bis 3 Minuten dauern, hat mir der Wasabi gerade geschrieben. Oh, das ist ein Tier. Ja, ich crafte gerade ein Lagerfeuer. Was auch eine Neuerung ist. Das ist der Bauplan.
Was auch eine Neuerung ist, es gibt hier diesen Werkzeugschrank. Und wenn man den aufstellt, dann kann innerhalb von 50 Meter oder so, kann niemand anders bauen. Das heißt, früher haben wir ja diese Türme, die Leute gebaut haben, haben wir ja einfach irgendwie eine Rampe vorgebaut, damit wir da reinkommen. Das geht nicht mehr. Also es geht wahrscheinlich irgendwie schon noch für irgendwelche fixen Leute, aber naja. Da kann man halt nur selber bauen. Bram, ich bin in der Wüste tatsächlich. Ja, ich bin auch. Ja, cool. Da liegt einer. Nee, ich liege nicht. Ich laufe rum, hab eine Stonehenge und ein grünes T-Shirt an, vor allen Dingen. Ich klopfe gerade einen nieder, der da einfach nur rumliegt. Dann ist der gerade gespawnt, oder? Der hat richtig viel Stuff dabei. What? Meins. Ich bin gerade an so einer, wie an so einer Meerenge, muss man sagen, wie in Panama. Also links ist Wasser, rechts ist Wasser. Kannst du mich alles mitnehmen, du Lutsche? Achso. Ein Steinbeil. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns früher immer gefunden haben. Ich meine, da war die Map ja quasi so angelegt, dass dann eine Straße einmal im Kreis rumgegangen ist. Weiß ich nicht, wie das jetzt ist. Ob es eine feste Map gibt oder ob die random sind. Ich würde mal tippen random, aber wissen tue ich es auch nicht. Nicht splitten. Ey, jetzt habe ich in so einem Fass einen Hunting-Bau gefunden. Diese Fässer sind nicht zu verachten, Alter. Hübsch, ja, das ist echt hübsch, würde Fischkopf sagen. Ja. Steinspeer. Ich werde angeschrieben. Brastos. Was? So heiße ich nicht. Was ist das? Also, von mir gewesen. Muss ich, hey, da kommt einer auf mich zugerannt. Ist das einer von euch? Der ist jetzt gerade stehen geblieben. Ich nicht, ich hab gar keinen Fall. Ich bin nicht in der Hose. Der ist auch nackig. Der leckt. Alter, der leckt volle Möhre. Ich muss weg. So hart wie der leckt, knüppelt er mich nieder. Kommt jetzt. Der hat seine Fackel angemacht. Wie nimmt man denn alles auf einmal? Weiß ich nicht. Weißt du, ich zieh immer nur so 5 Sachen bei den Leuten raus. Brastos mit dem Hackebeil. So sieht's aus. Brastos mit dem Hackebeil läuft erstmal weg. Und der Typ macht keine Anstalten mehr zu folgen. Das finde ich gut. Wir brauchen aber langsam echt was zu essen und zu trinken. Also, Tiere wären schon cool. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei Stranded Deep ganz geil finde. Du kannst einfach Palmen raufklettern, die Kokosnüsse da oben snacken. Und die kannst du dann entweder zu Getränken machen oder zu essen. Finde ich ganz cool. Naja, geht hier leider nicht. Kann man Kakteen farmen? Nee. Geht nicht. Wieso kann man keine Kakteen farmen? Leute, ihr macht mich arm. Was? Wieso das denn, lieber Prinz Hüb? Du bist doch Prinz. Es ist saudunkel, Alter. What the fuck, bei mir ist Tag. Im Ernst? Da ist ein Fass. Ja, die Sonne scheint. Bei mir ist komplett dunkelste Nacht. Ist in dem Biom auch unterschiedliche Zeitzonen oder was? Also, bei mir ist noch nicht ganz dunkel, aber es wird dunkler. What the fuck, bei mir steht die... Ja, die Sonne geht gerade runter. Den Mond kann ich so halb schon sehen. So, ich habe ein Schwert. Drei Sachen sind da rausgefallen. Was ist das denn geiles? Ein Hunting Bow. Hammer nice. Eine Hatchet. Und ein Wooden Arrow. Ich habe jetzt einen Bogen, liebe Freunde. Wie war denn das nochmal? Wie ging das denn nochmal? Oh, ja, eine Satellitenschüssel, das ist strange. Das ging genauso wie bei H1Z1. Also umgekehrt. Aber naja. Geil, ich habe eine Frage. Seht ihr den Mond? Ja, das ist so ein... Der aussieht wie so ein Grinsesmiley. Ja. Ganz ehrlich, in echt hängt der Mond nie so rum, oder? Naja, bei mir ist der. Der kommt mir auch sehr viel näher vor, als es normal ist, oder? Ja, wie könnten wir uns überhaupt finden? Die Hatchet ist besser als dein Standardzeugs. Ja, aber ich hatte ja. Nein, ich meinte ja nur gerade, ich hatte mir. Lol, ich habe ein Beil gefunden. Ach, ich dachte, das wäre. Ah, cool. Ich dachte ehrlich gesagt, die Hatchet wäre mein. Geil. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt habe ich wirklich eine Axt. Also bei. Alter, hack das schnell. Zack, 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 zack. Jawohl. Ich bin einfach gestorben. Ey, ich hatte schon voll den geilen Shit, Alter. Toll. Immer wenn ich auf mein Spiel gehe und dann klicke, landet meine Maus ganz links oben. Von meinem zweiten Bildschirm. Torch. Okay. Medical Syringe. Oh, cool. Das spritzen wir uns, bevor wir sterben. Erstmal Licht ausmachen, Alter, ich sehe gar nichts mehr.
Ja, das wird bei mir schwierig. Aber bei mir ist, ohne Spaß, bei mir steht die Sonne noch oben. Also nicht ganz oben, aber die geht halt unter und es ist, sagen wir mal so, ich würde jetzt so auf 6 Uhr abends tippen. Mir wird gleich schon wieder Tag, glaube ich. Sind wir auf dem gleichen Server? Keine Ahnung. Moment, ich kann ja mal was tippen. Test! Ja, Bram ist bei mir auch so. Ja, genau, okay. Okay. Alles klar, danke. Ja, aber what the fuck, bei mir ist wirklich noch Tag. Ich meine, Peter, guck doch mal kurz in den Stream. Dafür müsste ich jetzt minimieren. Ach so. Oh Gott, ja, hier okay. Ist gerade die Radiation Zone. Glaubt ihr, ich kann zum Anfang. Immerhin hat mich irgendeiner hat mich einfach so weggefickt, runter. Ohne dass ich das mitbekommen habe. Ich bin einfach von jetzt auf gleich gestorben. Ist du weggeslappert worden? Ja, vielleicht. Ich war auch eben bei einer Radiation-Dingens, aber das reicht halt wirklich. Du kannst einmal reinrennen, sofort was rausnehmen, sofort wieder rausrennen. Sonst hast du denn was Gutes gekriegt? Ja, ich habe eine Shotgun gekriegt, aber dafür habe ich ja keine Munition. Nee, die haben im Chat. Bist du sicher, dass das nicht nur ein Blueprint ist für eine Shotgun? Oh, Study Blueprint. Ja, ich dachte, da steht dann Blueprint bei, aber vielleicht ist das in der. Weil lernt man eigentlich die Blueprints, wenn man stirbt? Weiß ich nicht. So, Papier. Wo sind denn da? Wasserrohr, Schrotflinte, was brauchen wir da? 150 Metallfragmente, ja, zumindest könnte ich die irgendwann craften. Wie viele haben wir denn? Ich würde gerne. Ah, nee, Metallfragmente. Also, ich glaube, auf Deutsch zu. Oh, jetzt wird's dunkel. Oh, da. Shit. Was da? Oh Gott, ein Lagerfeuer. Jetzt wird's aber ziemlich schnell dunkel, Leute. Oh, Feuer. Ich würde ehrlich gesagt, ich habe jetzt auf Deutsch gestellt, ich würde es, glaube ich, noch nicht empfehlen, auf Deutsch zu spielen. Beziehungsweise. Man verlernt die Sachen nicht. Ah, okay. Weil ich bin noch die englischen Materialien und so weiter gewohnt. Damit haben wir ja immer gespielt. Deswegen kann es manchmal zu Verwechslung kommen. Alter Vater. Also, das Spiel ist ja, glaube ich, auch halt nicht ganz so wichtig. Aber ganz ehrlich. Minimix schreibt, Tag, Nacht sind bei jeder Person unterschiedlich, das synchronisiert sich nicht. Ja, bei mir ist es nämlich jetzt Nacht. Wie unfair ist das denn? Das heißt, bei mir ist es Nacht, ich sehe so gut wie gar nichts und du kommst angelaufen und hast Tag und siehst mich ja, volle offenbar. Möhre. Ja. Nicht optimal. Doch, ist nicht nett. Nee, nicht zwei Lagerfeuer machen. So. Komm, ein Lagerfeuer. Bam, Junge. Wie haben die denn jetzt bitte den verkackten Server rausgefunden? Achso, Moment, da kommt ja zwischendurch diese blöde TS-Nachricht, oder? Ja. Ich gehe jetzt mal auf das Haus zu. Die hatten ja allerdings mal in den Updates stehen, dass es nachts nicht mehr ganz so dunkel ist wie früher, wegen dem Mondlicht. Ja, denke ich genauso. Es ist immer noch saudunkel, aber ich meine, früher konntest du nicht mal die Schatten. So. Aber dir, Christian? Nee. Da ist ein Licht. Leute, Moment. Das ist jetzt wieder ausgegangen. Wieder an? Nee. Sonst wäre es meins gewesen. Shit. Schnitzer. Alter! McElroy, hallo und herzlich willkommen. Danke fürs Subscriben. Du hast mich voll erschrocken. So, auf den Feier. Da, jetzt ist das Licht wieder an. Moment, jetzt wieder aus. Nee. Nee, da läuft auch jemand. Ja, lauf einfach hin. Ja, ich lauf da. Ja, fick dich, Brom. Nee, tue ich wirklich. Ich laufe neben meinem Feuer, mach das die ganze Zeit an und aus. Nee, der läuft aber eine Strecke. Der läuft nicht. Also du hast hier ein Lagerfeuer gemacht, ne? Ja. Ja, genau, der läuft nicht neben dem Feuer, sondern der läuft halt geradeaus und verwirrt durch die Gegend. Ja, ich geh mal auf den Hügel, vielleicht sehe ich dich ja von da. Ey. Ich will ein Schneebiom. Ich habe jetzt alle drei Biome gesehen. What? Okay, dann hat sich das mit Wüste und Schnee, glaube ich, erledigt. Also ich stehe halt auf dem Schneebiom und da vorne sehe ich die Wüste. Dann seid mal schön lieb zu denen. Aha. Seid DE, Alter. Ich habe mir nicht getraut zu sagen, Alter. Warum nicht? Hallo? Inkompetent, ja? Sowas wird ja, niemals. Genau, uns wird auch immer Inkompetenz vorgeworfen, da müssen die Leute damit auch umgehen können. Da, was hab ich denn noch? Alter! Hey, ich seh Wüste! Lass ich seh Nüs! Aber ich hatte mir ein Lagerfeuer, ich habe da mal was vorbereitet, ja. Ich mache jetzt einfach mal ein Lagerfeuer. So, Beil.
Oh, more options are available. Hold down mouse to open the menu. Use, nicht Maus. Ignite oder Open Fire? Achso, dann kann ich Sachen da reinstecken. Ja, aber erstmal igniten. Ich habe ja nichts zum Reinstecken. Ja, ich hab ein Beil. Ja, genau, so eins habe ich eben in der Tonne da gefunden. Feuer ist aus. Erstmal am Feuer wärmen. Ey, nee, Moment, ich will nicht springen. Wie ducke ich mich? Oh, Scheiße. Oh, das war Knoblauch. Ducken und Springen ist vertauscht, ey. Okay, einen Verband anzulegen bringt eigentlich 5 Leben. Ich hab grad mal 30 HP. Aber das stillt bestimmt auch Blutung. Heilen. Medizinspritze. Heilen dich selbst oder andere mit dieser Spritze. Atax, hallo und herzlich willkommen. Und vielen Dank fürs Subscribe. Alter, ich höre Geräusche. Okay. Wie benutze ich denn jetzt diese Spritze? Ich will mich selbst heilen. So, 4. Rein damit! Nein, du sollst nicht schlagen, du sollst die Spritze benutzen, Alter. So, los geht es. Wird auch wieder heller. Ja, 30 HP wiederhergestellt. Sehr gut. Hey Peter, meine Frage, du bist ja in der Wüste, ja? Nee, nicht mehr. Welches Biom bist du jetzt? Wieder Wald? Alter. Jo, richtig. Steht da einer? Nee. Ich krieg grad voll die Paras, ohne Spaß. Mal hin und wieder höre ich hier so Gebüsch rascheln, das geht gar nicht. Vor allen Dingen, wenn ich im Menü bin. Oh, da würde ich mir aber Gedanken machen, wenn du da mal hörst. Ja, da haut auch einer rum. Kann man mit dem Bogen auch Schlösser aufschießen? Das wäre nicht verkehrt, ey. Aber ich glaube, so ein Metallschloss ist da schon ein bisschen härter als so ein Holzpfeil. Hier schlägt die ganze Zeit einer auf dem Boden rum oder so, oder auf Metall. Ich glaube, ich werde mich mal von dem Feuer wegbewegen. Vielleicht läuft er zum Feuer hin. Dann drücke ich dem Pfeil rein. Ich bin jetzt am Rande, Bram, von Wüste und Waldbiom. Hier kommt einer angelaufen. Ja, cool. Dann ich auch gerade. Hallo? Ist da bei dir auch so ein, ich sag mal... Wir müssen gerade ruhig sein. Moment, wie redet man mit V, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kannst du sprechen? Bist du friendly? Aha. Ja, wenn er meint. Ist da ein Fluss, Peter? Oder ein See? Nee. Das ist auf jeden Fall Wasser. Meer. Außer dem Meer. Ja, also ich sehe Wasser. Aber das ist dann wieder von der. Das ist schon ein ganzes Stück weg dann von der. Ach, der farmt nur Holz. Okay, das darf er tun. Puh. Warte mal, da vorne rennt einer. Bist du das, Bram? Gibt es Nein. eigentlich noch Zombies im Spiel? Ja, das ist eine gute Frage. Also, kann echt sein. Nee, da laufen 2 Leute. Ja, ich krieg gerade aufs Wasser zu. Moment! Achso, also von euch ist das keiner, weil hier sind bei mir mittlerweile 2 Leute. Einer also mit einer Fackel. Einer davon könnte ich sein. Welcher denn? Der kommt gerade runtergesprungen und springt gerade. Jetzt hat er aufgehört zu springen. Okay, warte. Welcher von denen ist ich hab nur Schuhe an. Kann ich mich darüber? Ich hab jetzt meine Headshot rausgeholt. Ja, richtig. Das bist du, nice! Sehr gut, ich hab Peter gefunden! Achievement unlocked, ey! Peter, du siehst ganz schön lustig aus. Sollen wir den anderen umknüppeln? Wenn du möchtest. Alles klar. Nimm jetzt eine Amazon. LOL! Lebst du noch? Ich seh nichts! Ja, ich lebe noch. Achso. Ich nehme mir mal kurz den Stonehenge und so. Pfeil und Bogen kannst du dann nehmen, weil du hattest, glaube ich, noch keinen. Doch, ich hab Pfeil und Bogen. Ah, perfekt. Siehst du, das ist wieder typisch Peter. Ich hab den in Ruhe gelassen. Komm, Peter, na, lass den mal wegmachen. Ja, mich hat gerade auch einfach irgendeiner gekillt. Jetzt bist du mal dran, wa? Ja, eben. aber der war mit dem Beil, war der relativ schnell kaputt. Muss man ja mal sagen, wa? Hey, wie kann man denn alles mitnehmen? Ja, Happy Annie, solche Zitate sind immer sehr gut. Also, ja, das weiß ich. Und zwar, das ist quasi wie so ein Ladebalken. Unten ist halt ganz wenig und wenn du das Bild oben anpackst, wird der Stack halt voll. Peter, ich beschütze dich mal ein bisschen. Ja, das ist gut, dann. Mit der Fackel. Es gibt keine Zombies mehr. Das ist aber schade. Über die haben wir früher mal unsere Blueprints gesammelt. Ja, richtig.
Weil wir sind ja im Endeffekt nicht so häufig in die Radiation Zones reingerannt, sondern wir haben ja meistens die Zombies umgeknüttelt und haben dann da unsere Blueprints gefarmt. Ey, Peter, was machst du da eigentlich? Brauchst du noch Stonehenge? Nee, ich hab einen Beil. Okay, alles klar. Dann ist der jetzt leer gelootet. Falls wir ein Gebiet finden mit Radiation, ich hab Anti-Radiation-Pills. Was geht ab? Hast du mal gesehen, wie der da liegt? Das ist Mensch.ra, ey. Warte mal. Alter, der Penis ist nicht verpixelt. Echt nicht? Nein, Mann. Alter, what the fuck? Was ist denn das für ein Loris, ey? Ach komm, Peter, lutsch da mal ran, du willst es. Nee, auch. Ist ja eklig, ey. Hey, da, ich glaube, ich habe euch gefunden. Echt? Ja, ich komme mal auf ein Lagerfeuer zugerannt. Nee, wir haben kein Lagerfeuer. Oh, shit. Nee, echt? Wir haben kein Lagerfeuer. Wir haben beide eine Fackel in der Hand. Jetzt nur einer von gut. Uns. Ja. Dann hi. Was? Na, das ist der Gummistiefelmann! Yeah, das ist Bram, jawohl! Mega nice! Alter, Bram. Jetzt hast du den kaputt gemacht. Ich hab den gelootet. Ich hab dafür Tierfett gekriegt und rohes Menschenfleisch. Essbar. Aber sollte man das LOL? Machen? Geil. Ja, das wusste ich nicht. Ich wollte dein linker Stiefel, also der grüne, der ist ja ein Frosch. Wie geil ist das denn? Ja, das ist ein Frosch, fett, oder? Ja, guck dir mal, das ist ein Frosch. Alter, willst du mal einen blasen, Junge? Nein, ich wollte den Stiefel angucken, Mann. Ja, sehr gut. Was machen wir? Ja, jetzt haben wir uns gefunden. All my. Ey, ich bin gerade. Hallo und herzlich willkommen. Danke fürs Subscribe. Aufgrund der Geschwindigkeit und der Brutalität bin ich über deinen absolut genialen Witz, Mensch Ra, über hinweggegangen, so. Obwohl der mega gut war. Okay, dann würde ich sagen. Ist das eigentlich richtig, dass jeder ein anderes Körperteil anhat? Ich bin mir gar nicht aufgefallen. Aber ich hab halt auch Schuhe an, ne? Also ganz stimmt nicht. Aber ansonsten passt das. Ey, by the way, ich hab noch eine Hose. Da. Oh, cool. Komm, dann ich bedecke mich mal unten rum, ja? Ja, mach das mal, dann muss ich mir das nicht so oft angucken. Jetzt bist du immer noch verpixelt unten rum. Was ist das denn? Ist das eine Hose, die vorne offen ist, oder was? Bram braucht Frischluft immer da unten. Ja, aber ganz ehrlich, wenn das nicht richtig. Und dann ist das bei Peter auch? Peter, guck mich mal an. Nee, bei Peter ist das nicht. An? Achso. Mit Rechtsklick. Bei Peter ist das nicht. Das ist bestimmt das echt so eine. Das ist sehr strange. So eine offene Hose vorne. Das, ja, aber vielleicht, ich hab halt Inkontinenzstörung. Ich muss halt die ganze Zeit urinieren, ja? Okay. Und ich mag die Hose nicht. Was im Rennen so? Spritzt in alle Richtungen. Psch, wie so ein Wasserschlauch. Ja, das hat okay. Aber Vorteile. Ich bin dann leichter. Ja, aber ja, machen wir jetzt Schönes. Ja, du führst uns an halt, und wir rennen hinter dir her und jeden, den wir sehen, bringen wir um. So geht doch das Spiel, oder? Ja, eigentlich schon. Ach also so, zumindest haben wir zuletzt so gespielt, aber. ich wüsste. Bram hat nicht. Sich endlich eine Hose angezogen. Sehr gut. Ey, stimmt, so ein Schlafsack, Alter, da braucht man Stoff für. Das ist ja voll. Lagerfeuer, Holzaufbewahrungsbox. Ne, brauchen wir nicht. Da vorne ist einer, links von uns. Was? Ja, Mann! Kill it with fire! Du hast einen Beil, ich halte die Fackel. Jawohl. Da geht der schnell. Loot ihn! Alter, ja. Der Alter, was bist du wahnsinnig? Man hätte den noch ganz entspannt looten können. Jetzt verteidigt ja, jetzt. Das hier alles. Ja, der war nackt. Ey, Steine. Aber der hatte einen Hammer und alles. Der hatte fünf Steine. Hammer. Der Trümmern. Ja, den Hammer hab ich jetzt. Je ne comprends pas, je ne parle pas français. Oh, das war der We Are Noise Breaker. Ja. Ach, sorry. Ey, cool, man kann je ne parle pas français. Wir haben es vorher angekündigt. Die haben mich gekillt. Ey, das Tier! Warte, ich hab. Das Tier! Achso, jetzt sehe ich nichts mehr. Ist das gerade in den Stein gelaufen? Weiß ich nicht. Ich gehe unter dem Stein gucken. Wir sind schon wieder ohne Spaß, wie bei Minecraft, wie die Heuschrecken. Hier ist er! Der ist bei mir. Lol, der ist echt in den Stein gelaufen. Der kommt oben wieder raus. Okay, ich erwarte ihn hier. Ich höre den aber immer noch im Stein. Hier ist er! Der ist oben wieder rausgekommen. Lol, jetzt ist der im Boden verschwunden. Das ist voll der Cheater-Hirsch. Jetzt auch im Stein. Der ist hier im Boden drin. Genau hier unten ist der rein. Ah. Das ist der Hirsch nochmal davongekommen, würde ich sagen. Aber irgendwie ist das, kann mal wieder Tag werden, weil jedes Mal, wenn ich irgendwas schnetzeln will, dann packt er ja die Fackel weg. Ich frage mich schon, warum du die ganze Zeit mit der Fackel rumläufst. Ist doch taghell. Weil ich Nacht habe, Alter. Ich sehe nichts.
Alter, jetzt haben wir ja gerade den Stein. Zieh dir da rein. Nein, zieh dir rein. Krieg gern Wein. Tack, tack, tack. Ja, ein bisschen Stein und Metallerz. Aber Metall sammelt man hier genauso schnell wie Steine. Das finde ich ganz gut. Holy shit. Was war das denn gerade, Peter? Ja, das ist, hier gibt's ja echt viele, viele Metalle. Ah, guck mal, die Steine verschwinden doch irgendwann. Ja, wenn das Verhältnis geblieben ist, ja. Also quasi, wenn du immer noch so drei Steine brauchst, also drei so Blöcke, ja, dann haben die einfach nur die Zahlen hochskaliert. Die ja, Sonne geht auf. Gute Frage. Ich bräuchte aber tatsächlich, müssten wir uns mal langsam um unseren Essensnachschub Gedanken machen. Nein, ich möchte nicht. 20 habe ich gerade. Ich möchte hier, nicht. Moment, ich kann dir was geben, was du essen kannst. Moment, wer bist du nochmal? Du bist ja nackt mit der Hose unten, wa? So. Hier, pass auf, ich lass mal kurz Menschenfleisch fallen. Das kannst du essen. Das kannst du wirklich essen. Sollen wir das nicht vorher braten? Das ist ja roh. Aber ja, danke. Können wir auch machen. Ja, Moment, das können wir auch machen. Ich habe ein Lagerfeuer hier. Ja, nice. Moment. Ich hol mal ein bisschen Holz. Hier, hier schon. An. Achso. Und an. Ja, ist ja gut. Und an. Nicht Extinguish Fire, wie ging das denn nochmal? Hold Use, genau. Ich möchte mal ganz kurz sagen, dass ich schneller zuschlage als mein Schatten. Ich bin der Lucky Luke der Rust-Welt. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Da oben ist einer. Der hat eine Hose an. Was? Auf dem Felsen, wo Peter vorhin stand. Stimmt, Peter, wo du drauf knüppelst, da über dir ist einer. Ja, gerade hat auch irgendwann einer in den Chat geschrieben, da habe ich nur nicht drauf geachtet. Soll ich mal mit einem Pfeil und Bogen in seine Richtung schießen? Habe ich schon gemacht. Aber ist, glaube ich, nicht angekommen. Ja, Adrian, ich hab das nicht gelesen. Immer noch rohes Menschenfleisch. Ja, ging das denn überhaupt so, dass man das da rein tut? Gar nicht. Moment, vielleicht muss ein Slot frei sein. Ich zieh mal eins raus. Okay. Ja, das dauert halt hammer ewig, bis das Fleisch gebraten ist. Das hat Masabi mir schon gesagt. Ja, aber müsste da nicht irgendwann durchlaufen, sonst lief da auch immer so ein Balken durch. Naja, da läuft gar nichts durch, oder? Das Problem ist, ich hab vorhin Wolfsfleisch da reingepackt, ja, hab ein bisschen gewartet und auf einmal war es verbrannt. Da bin ich zu lange durch die Gegend gelaufen. Das heißt, man muss den richtigen Moment abwarten. Stimmt, das Fleisch ist ja laufend verbrannt. Nee, dann esse ich eins. Oh, komm hier, rohes Menschenfleisch, ist geil. Ja, wir können mal kurz mal eins rein. Ich will mal wissen, wie lange das dauert. Okay. Ja, den Esel haben wir heute in der Aufnahme benutzt. Ein paar Mal sogar. Ja. Ach, das ist ja gar nicht aktiv, das muss man so essen. Das stellt ja nicht gerade viel. Hunger wieder her. Ey, da bin ich krank! Alter, ich bin krank! Nee, da gehen nur ein paar HP gehen runter wieder. Ich hab grad 20 HP verloren! Da ist der! 25! Das geht immer weiter! Das hört nicht auf! Okay, ich esse. Ich hab davon auch schon was gegessen. Jetzt bin ich bei 40, eben war ich bei 80. 39. 38. Oh shit. Können wir dich irgendwie healen? Weiß ich nicht, aber hier steht auch nichts von wegen, ich wäre irgendwie krank. Warte mal. Nee. Oh, Menschenfleisch essen wir nicht so gut. Ich mach mir mal Verband. Aber da brauche ich 6 Stoff für. Das ist nicht so gut. Minderwertiger Treibstoff. Was können wir sonst noch machen? Ein Lagerfeuer, ein Ofen. Den Werkzeugschrank, den werde ich einfach mal machen. Ja, okay, bei 38 ist stehen geblieben. Alles gut. Also was man halt machen kann, ist ein verkacktes Haus bauen. Verkacktes Haus? Ja, wir können natürlich auch noch ein bisschen durch die Lande ziehen, natürlich. Ja, das geht natürlich auch. Ja, da hinten läuft was. Das ist ein Hirsch. Oder was ist das? Genau in die Richtung. Da auf dem Hügel. Das ist ein Mensch. Das ist der, der vorhin auf dem Stein steht. Der hat uns umrundet. Ah, okay. Macht man eigentlich einen Bogen? Kann ich das schon? Keine Ahnung, ich habe bisher immer nur gefunden. Ja, ich auch. Wer guckt denn nach dem Fleisch? Rohsmenschenfleisch. Boah, Alter, das dauert ja echt ewig. Ja, 2 bis 3 Minuten, meint Wasabi. Das ist ein bisschen viel. Das ist echt ein bisschen viel. Auf dem Berg steht einer, der hat eine Hose an. KD! da steht echt einer! Der guckt uns alle an! Was? Da, in die Richtung. Oh Gott. Der hat Handschuhe. Oh, der hat Handschuhe, ja geil, das ist ein Teil, was du die Handschuhe hier haben! Gib mir die Handschuhe! Der Mann.
Moment, was war das denn gerade? Hat da gerade einer einen fahren lassen? Klang so, oder? Ja, ich glaube, der hat mich angefurzt oder so beim Rennen. Weißt du was, ich schieß den jetzt einfach im Rücken. Ach, Peter, ey. Boah, ich hab getroffen, Alter! Ich im Ernst? Ja klar, Mann, er ist tot. Ist ja wohl ein Scherz. Lucky Shot, Peter, ey. Ja, schon ein bisschen. Hallo, Chris, Piet und Wammer. Okay, das hat ja echt lange gedauert. Ja, eine Bandage, Christian, für dich. Cool. Ich hab grad den... Der Baum ist gerade verschwunden. Oh. Hier gibt's übrigens so random Supply Drops. Bram, der hat übrigens Bögen für dich. Oh, cool. Der Menschenfleisch ist auch fertig. Gekochtes Menschenfleisch, weil sonst verliert man kein Leben durch. Ah, okay. Ja, stimmt. Wahrscheinlich ist das nicht das Menschenfleisch, sondern generell rohes Fleisch, was du nicht essen darfst. Airdrop. Achso, das war ein Airdrop. Alles klar. Wo seid ihr jetzt? Das Furzsignal. Wir sind einfach den Hügel weitergelaufen. Ich nehme den Tübi nur aus hier. Ah, da, ihr seid hinter dem Haus, okay. Das brauchen wir nicht. Das ist echt hübscher geworden, muss man sagen. Die Bäume sind zwar noch mega. Aber. Ey, wer ist das da auf dem Hügel? Warum bist du gerade weitergerannt? Ja, ich glaube. Ah, da. Ich komme sofort, der ist dann fast, dann mach ich noch kurz kaputt. Bram kann man echt gut erkennen an seinen zwei Stiefeln. Ich hab eine Snap-Trap, oh ja. Ey, Bram, ich hab mal Bogen und Pfeile drin gelassen für dich. Komm mal. Das sieht aus wie ein modernes Kunstwerk, ey. Alter, verdammt, der ist wohl gestolpert. Achso, hat der... Ja. Ich kann den nicht auseinandernehmen. Ja, ich guck da... Der hat nämlich zweimal Schuhe. Also einmal nehme ich mir Schuhe mit. So, die Jute-Schuhe. Da sind aber keine Bandagen drin, Peter. Nee, ich hab, achso, ja. Hier. So, guck mal da. Nee, geht nicht. Wie mach ich denn das? Ja. Pfeile. Da, Airdrop, ich höre ihn. Da liegt, da oben ist ein Flugzeug. So, überm Haus. Wirklich. Warte mal, ich lass kurz noch die Bandage fallen. Rob, sonst. Achso, cool, danke. Da ist es. Man kommt runter. Boah, bitte genau jetzt. Ach, du holst das runter. Oh, da ist denn Building blocked. Achso, wir können hier nicht bauen. Hier war, da, bei dem war übrigens auch. Hallo, Ochsenkönig! Bisschen gekochtes Wolfsfleisch. Hinter uns steht schon wieder einer. Was? Ja. Da, bald mit dem Block da hoch. Achso. Ja, der ist komplett nackt. Ja, der hat verfallen lassen! Der hat verfallen lassen! Das Flugzeug! Stimmt. Oder? Go. Ja, go, auf jeden Fall! Ja. Boah, das dauert ja noch 10 Minuten, bis das unten ist. Ja, das ist auch noch ein gutes Stück, glaube ich, bis dahin. Ja, ich glaube auch. Ich find's voll geil, also im Endeffekt laufe ich gerade so. Ja, mit dem Kopf da oben, ja, einfach mal. Ja, und mit den Händen laufen. Da oben. Hans Kuck in die Luft. Wie der mit Peter aussieht! Guck mal, wie aufs Loot fixiert ist der Peter, ey. Ja, scheißegal, wo ich hinlaufe, Alter. Bram, guck mal, ja. Wenn du nach oben guckst, dann wird der Hals so deformiert. Das ist total geil. Ach, schön. Chris, zieh dir eine Hose an. Nein! Ich hab Schuhe. Sag mal, bist du sicher, dass das noch so weit ist? Also, wenn ich jetzt gerade nach oben gucke, ist das genau über mir. Erstmal noch ein paar Fässer kaputt auf dem Weg. Meinst du, in der Wüste braucht man, schneller trinken als... Und jetzt, wo ich mich umdrehe? Wo seid ihr überhaupt? Also, das ist jetzt... Ich glaube, wir sind schon da vorbei, oder? Ja, da denke ich nämlich auch gerade. Also, ich würde sagen, ich stehe jetzt fast drunter. Ich sehe euch nicht mehr. Wir sind doch einfach nur gerade ausgerannt, Peter. Schnittchen, oder? Da ist einer. Peter, dir läuft ein Wolf oder so hinterher. Nee, ein Hirsch. Da ist ein Hirsch. Lass den mal wegballern. Na, wenn die rennen, triffst du die nicht so gut. Der ist stehen geblieben, der Wichshirsch. Ne, okay, dann der läuft mir zu weit weg. Lass auf den. Wir müssen die Position jetzt hart verteidigen, Leute, ne? Die Leute wissen ja, wo wir sind. Aber hier kannst du gut verteidigen, glaube ich. Ich glaube, du siehst, ey, ganz siehst gut, ja wenn echt ganz nähert. Ja, genau. Hier, ich lasse euch mal eben Wolfsfleisch fallen. Ich habe zwei Stück.
Eins habe ich schon selbst gegessen. Jetzt lege ich die zwei Stücke hin. Kann jeder von euch eins essen? Oh, nom, 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 nom. Gekochtes Wurstfleisch. Geil. Ja, in Dosen, so war ja auch nicht die ganze Scheiße, Alter. Alter, hat das viel HP wiederhergestellt. Nice. Was sagst du hier? Ist hier das Wolfsfleisch? Ne, hier. Nee, das nicht. Das hier. Das war nur mein Stein, den ich weggeworfen habe, weil der Crap ist. Gut, egal, ich habe auch noch Granola-Bars. Ich gebe euch mal jedem noch eine Granola-Bar. Oh, geil, Alter. Hoffentlich sind im Airdrop Waffen und was zu trinken. Drop. Was zu trinken wäre geil. Was ist das denn? Schnittchen, Alter. Tarikas666. Vielen Dank fürs Subscriben. Dann hast du dir eigentlich einen Bogen daraus genommen, ja, ne? Wer braucht Hosen, wenn man Schuhe hat? Exakt. Okay. Ding ist jetzt quasi fast auf einer. Warum ist Chris plötzlich so laut? Oh, weiß ich nicht. Ich habe mein Mikro mal ein bisschen weiter weg gemacht. Iss den Stein, Peter. Richtig awesome wäre, wenn irgendwer. Hinter uns ist einer! Hinter Christian ist einer! Der versteckt sich hinter dem Stein da. Der kommt auf uns zugelaufen. Ah, der ist komplett nackt. Den rödeln wir einfach weg, wenn er hier hinkommt. Aber ja, das. Behalte ihn mal im Auge. Lootet ihr mal die Kiste, ich behalte den im Auge. Okay. Das mit dem Sprechen funktioniert. Da ist ein Gewehr drin. Zwei, drei, vier. What? Und eine Jacke. Ja, stimmt. Zieh mir, drück mal an. Fauler Apfel. Ja. Eine primitive Axt. Ja. Die nehmen wir mal mit. Einfach alles, erstmal alles looten, würde ich sagen. Und die Thompson. Was brauchst du die Thompson-Nummer? 5,56? Ach, keine Ahnung. Ich hab zwei Arten von Munition. Er hat einen Speer in der Hand, der nackte. Oh, Speer ist nicht gut. Okay, da ist nur noch ein fauler. Das ist hinter dem Stein, auf den ich ziele. Da ist nur noch ein fauler Apfel drin, wir haben alles. Ja. Moment. Wer hat den gerade geschossen? Warum hast du gerade geschossen? Jetzt hier, Achso. Und wir haben Zingel, den du gehst links rum, ich geh rechts rum. Ja, nicht, dass der Bram mir. Der rennt auf mich zu! Hier! Wer jetzt? Ja, der geht auf den Fernkämpfer, weil du keine Nahkampfwaffe hast. Ja, ich hab nicht getroffen. Alter, Mann! Du hast mir gerade fast eine rein. Ja, wobei, der darf gerne da reingucken, das darf er gerne machen. Da kommt noch einer! Ding. Lass mal wegrennen! Sollen wir nicht einfach weg? Ja, eben, das Ding ist doch leer. Schnittchen-Alarm! Der Tod 112! Hallo und herzlich willkommen. Also ich hab zwei Waffen und dann auch halt für uns dann dementsprechend die Munition. Nice. Ich hab auch noch eine Waffe, ich hab eine Thompson. Und zwei primitive Äxte. Ich weiß nicht, ob die Äxte oder das Beil besser sind. Gucken wir mal, was geiler aussieht. Oh. Ach, du hast geschossen. Muni? Ah, okay. Ich wollte gerade nur eigentlich wissen, wie viel Muni ich verschieße. Die rennen uns mega hinterher. Ja, Bram, hör mal auf, unsere Munition zu verballern. Oh, nice. Klar. Das ist tot. Scheiße. Dem habe ich getroffen. Oh, der blutet ein bisschen. Komm her, nackter Mann. Alter. Ja, ich habe ihn mit dem Pfeil getroffen. Ja, das ist schade. Schade. Hat einer von denen irgendwie eine Bandage oder so? Der hier nicht. Der hier auch nicht. Der hatte gar nichts. Der hatte nur ein Oberteil. Der hatte Blute auch nur kritisch. Ich bin auch am Bluten. Ey, da sind wieder Leute! Lol. Da sind tot. Drei Waffen drin. Der ist auch tot. Lol. Wie, da sind drei Waffen drin? Ja, ich hab drei bei Bram. Waffen dabei. Lol, der hat Blut. Der hat ein Schloss. Alter, der eine, der hier gestorben ist. Das ist Bram wahrscheinlich. Wieder. Stimmt, das war Bram. Halt dich mal, da kommt schon der nächste, Christian. Ja. Ich weiß nicht, würde ich davon mitnehmen sollen, was nicht. Alles. Auf jeden Fall die Munition. Ja, wie kann ich denn alles nehmen? Geht das? Immer ganz oben am Bild anklicken. Was? Oben am Bild anklicken. Oben am Bild anklicken? Ja, ja, die Stacks ganz oben anklicken und dann rüberziehen. Musst du aber bei jedem Stack einzeln machen. Ich nehme noch Tierfett mit. Weiß nicht. Also die Munition brauche ich noch hier. Ansonsten sehe ich keine. Alter, ist dort ja ewig. Guck mal, warum killt ihr mich? Ich wollte auch was zum Kuchen. Wir teilen nicht. Na, echt wahr. Unser Kuchen. Wieso muss ich denn die Munition einzeln rüberziehen? Also oben am Bild anklicken. Hab ich gemacht.
Ja, du siehst ja, wenn du mit der Maus über den Stack gehst, dass sich unten die Zahl ändert. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ah, okay. Ja, okay. Ja, ich hab dann die Munition. Ja, ich meine, die Rohstoffe, die Bram gesammelt hat, habe ich jetzt nicht mit. Wenn das rohe Menschenfleisch. Ja, die Munition. Und nimm mal beide Waffen noch mit, die da drin sind. Und alle Munition. Wir haben eine Thompson dann mit Munition, glaube ich. Ich hab nur eine Waffe gefunden. Wir zwei Stück. Guck mal, ob in irgendeinem Sack hier die Munition liegt. Weil ich hab. Aber. Klamotten für dich noch, Christian. Ich hab eine Thompson und ein Repetiergewehr. Vielleicht wollt ihr noch kurz warten, weil ich bin fast wieder da. Bin ja nicht so mega weit weg. Wird hier auf also ich bin gespawnt. Also wenn ihr weg müsst, dann geht natürlich lieber weg. Kann sein, dass auf uns geschossen wird, ja. Bleib mal nicht. Ja auf uns wird geschossen. Dem Typen da hinten, der hat Pfeil und Bogen. Schnittchenalarm! Wollen wir den machen? Vasco da Gamer, natürlich machen wir den. Hallo und herzlich willkommen und danke fürs Subscriben. Ja, der haut nämlich jetzt auf. Den weg einfach. Ich nehme den Bogen. Nice. 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 Lol. Der hat davon nur Sachen fallen lassen. Ja, und die Bögen, die Pfeile hat er fallen lassen. Ja, nice, im Lauf. Christian. In die Achillessehne, Alter. Wie der da wieder liegt, ey. Provisorischer Hammer. Das können wir doch wahrscheinlich zum Craften ganz gut brauchen. Wo hast du den denn her, Alter? Der provisorische Hammer kostet nur 100 Holz. Den kannst du wegschmeißen. Den kann jeder bauen. Achso. Wenn du nicht gerade brauchst. Also da gibt es andere Sachen, nee, die gerade wichtiger sind. Lol, wenn man schwimmt, dann verliert man Leben. Ja, sag ich ja. Also weg von ja, den Füßen. Also das meinte ich. Ja, das habe ich halt nicht mitgekriegt, sorry. Ja, ich Dram, geh nicht in den Fluss, da verlierst du Leben. Ja, ich war schon im Fluss. Das ja, war die... Achso, nee, dann, also wenn du schwimmst, da bin ich halt relativ... Ich wollte den Fluss überqueren, um zu Peter zu kommen. Da bin ich bei verreckt. Ich wusste, tu mal Waffe und ein bisschen Munition, Christian, dann sind wir gefährlich. Ja, aber ich hab nur, also ich hab ein Repetiergewehr und eine Thompson. Die Thompson habe ich selber da rausgenommen. Also ich habe jetzt vom Bram nur das Repetiergewehr. Ich habe zwei Repetiergewehre, weil du musst auch oben gucken. Wenn du meine Leiche lootest, dann kannst du auch meine Waffenslots, die werden separat angezeigt, die sind oben. Ja, aber da war nix. Wenn ihr sowieso alle gekillt habt, die da waren. Nee, Peter, dann kommst du wieder angelaufen. Peter, ja, aber Waffe? Blut. Peter, ja genau, guck du mal nach. Sollte der näher... Leute, ist auf dich gerade geschossen worden? Nee. Scheiße, die sind ja alle komplett leer. Vor welcher von denen ist denn Bram? Der hier. So, da oben ist die Beute. Da sind nur die Klamotten, die der hat. Ich finde Bram hier gar nicht. Doch, ich hab Bram. Okay, und da ist jetzt keine Waffen mehr bei, oder was? Nee. Ja, also nicht nur in dem Fenster unten gucken. Du musst auch oben gucken, wa? In dem Fenster unten. Unten ist doch mein eigenes Inventar. Ja, genau, aber... Und oben drüber ist dein Fenster sozusagen. Alles, was du hattest. Ja, genau, der hat auch meine Sachen noch an. Ja, genau. Und in den Sachen, die du anhast, ist eine eigene Leiste. Und alles andere ist... Pff, keine Waffe. Bei dem Stream. Habe ich die vielleicht fallen gelassen? Ja, hier eben. Hier liegt nichts mehr rum. Also hier liegt auch... Dann ist halt... Weiß ich nicht. Weg. So, ich bin jetzt sofort da. Ich bin jetzt sofort in der... Jetzt bin ich in der Wüste. Ey, Peter, hast du viel Blut verloren? Ich hab noch 86 Gesundheit. Ah, okay. Ich sammle mal ein paar Sachen auf. Ich gebe mir mal eine Spritze. Die wird jetzt nötig. Bam! Boah, was eine Aufregung, ey. Holy moly, da hinten kommt einer angelaufen. Na, der bleibt auf Abstand. Besser so für dich. Peter macht Gehacktes. Peter macht Gehacktes. So. Chris, du übersiehst die 556er Muni. Die ist doch hier bei mir unten drin. Alter. Ich habe jetzt alles aufgesammelt, was ihr verloren habt, und aber keine weitere Waffe mehr leider dabei. Siehst du? Behalte davon jetzt aber erstmal nahezu alles. In welche Richtung ist denn das? Wir müssen sofort da sein, wenn ihr da schon stehen bleibt. Ja, wir sehen nämlich die Bäume, die ihr im Hintergrund habt, die sehe ich schon. Ja, genau, aus der Richtung, wo Christian. Ah, wobei, das ist natürlich verzögert im Stream. Ja, aber wir sind immer noch in der gleichen Stelle. Ja, ich sehe euch. Warte mal, ist das hier eigentlich Metall oder Gold? Das hier sieht ganz anders aus. Ah, nee, Schwefel war das, genau. Schwefel. Ja, das ist der Christian am Schwefel-Ding. Komm, ey. Also, wie viele Waffen waren da insgesamt drin? Drei dann? Drei. Und eine ist verloren gegangen.
Exakt. Jetzt weiß ich nicht mehr, warte mal, das Repetiergewehr brauchte das 9mm, oder? Da braucht die 5er-Muni, braucht das. Und die Thompson braucht dann das 9mm, ne? Ja. Hä? What the fuck? Gibt's auch irgendwelche Klamotten, die irgendeiner fallen gelassen hat? Nein, Peter hat alle Leichen kaputt gemacht. Ich kann dir deine Hose wiedergeben. Ich kann dir Schuhe geben. Ja, cool, nehm ich doch. Und noch einen Bogen. Nehme ich auch. Dann gebe ich dir auch noch direkt ein paar Pfeile dazu. So, dann willst du das Schnittchen. Felix988, vielen Dank fürs Subscriben. Bram, willst du das Repetiergewehr oder die Thompson? Das ist mir egal. Ja, okay. Das bin ich. Und da ich zwei davon habe, muss ich die mal eben splitten. Hier ist noch Blut. Moment, konnte man nicht mit einem Bauplan und den entsprechenden Sachen lernen, wie man das Ding craftet? Allerdings geht dann dabei die Waffe verloren oder so war das, ne? Also ich könnte quasi, ich habe noch einen Bauplan und könnte quasi eine Thompson lernen, aber ich glaube, dann opfern wir die. Das kann sein. Moment, du hast noch einen, ach so. Diesen leeren Bauplan. Hat auch einer, da oben kommt schon wieder einer. Ach komm, 2-1 Risiko. Der schießt auf uns. Da hast du echt das Surren der Pfeile gehört, ey. So, nicht mit uns, Alter. Oh nein. Chris nimmt die Thompson in die Hand, ach ja. Aber wie er wegrennt! Hast du denn Munition für die Thompson? In der Tat. Also ich hoffe, dass die 9mm Munition benutzt. Würde ich zumindest mal ausprobieren an deiner Stelle. Oh, wie weit der wegrennt, Alter. Die 9mm Muni ist nur für Pistolen. Alter, das war laut. Ich fänd's cool, wenn man in dem Spiel hier angeln könnte. Ey, stehen ja überall so Fässer rum. Ey, da ist so ein Nackter. Von euch ist keiner mehr nackt, ne? Nee, ich kann immer noch Peter hinterher. Einen weggeschossen. Noch einen weggeschossen. Der wurde von dem Wolf da gekillt, Bram. Der Wolf. Der jetzt da gerade wegrennt. Ach, der da hinten wegrennt. Alter, Vater. Wo seid ihr denn jetzt hin? Gleich ist verschwunden. Sind hier an so einem. Also ich glaube, es ist immer. Steppengebiet würde ich es nennen. Aha. Weil ich glaube, hier kommen immer wieder die gleichen Typen angelaufen. Und wollen uns mit dem Stein kaputt hauen. Christian, mit dem Bauplan kannst du keine Waffe lernen oder sowas, sondern das ist. Der ist dafür da, um ein Haus zu bauen. Ah, okay. Oh shit, wir hatten Schnittchen-Alarm. Und ich hab's nicht gesehen. Es tut mir leid. Wo seid ihr denn? Ich bin an so einem Haus. Ich bin auch beim Haus. Also so ein Stelzenhaus. Ich bin an den Leichen, die Christian gerade weggemacht hat. Ja, alles gut. Ich bin an den Leichen, die Christian gerade weggemacht hat. Ah, okay, ja, dann müssen wir wieder zurück. Ich hab nochmal Pistolenmunition, hab ich nochmal. Ja, Moment, ich komm sofort. Ich hab Handschuhe. Geil. Lederhandschuhe, dafür habe ich jetzt keine. Geil, ich habe jetzt ein T-Shirt an und Lederhandschuhe, Alter. Aber dafür keine Hose. Aber Schuhe. Vielleicht kannst du dir Hose bauen. Nein, wobei kann ich auch nicht. Nee. Das Haus kann ja nicht so weit weg sein, wenn da gerade Christian die Leute erschossen hat. Ja, einfach weiter oben den Kamm lang. Wenn du links das Meer hast. Ja, da ich sehe euch. Okay. Ja, also ich muss aber sagen, verlieren wir nicht viel, oder? Also ich habe noch nichts getrunken. Nicht. Und irgendwie. So, wir räumen jetzt hier weiter auf. Was konnte man denn noch Muni alles, für die Thompson, weil Christian bleibt mal kurz stehen. Was konnte man denn noch alles bauen, verdammt? Ja. Ja, beziehungsweise. Oh, danke. Beziehungsweise Farmen. Früher musste man ein Werkzeugding oder sowas bauen halt, wie bei Minecraft, damit du mehr Sachen rechts in deinem Recipe-Teil hast. Ich glaube nicht, dass das immer noch so ist, aber du brauchtest halt einen Kauf. Ach ja, diesen. Ich hab mich erschrocken! Wollt ihr mich verarschen? Ich hab grad ein bisschen Pipi in die Hose gemacht. Ich bin richtig zusammengezuckt, Alter. Das ist echt ein Problem mit dem Stein, dass du anfängst zu bluten. Ja, das ist auch ein Problem. Ja, die zu schaffen ist so mega schwer. Ja, ohne Spaß. Die sind halt sau schnell. So, ich glaube, ich habe einmal gehittet.
Scheiße, der hat mich gehittet, ich blute. Oh, das ist doch ätzend, Alter. Er ist tot. Boah, Bram, da hättest du mich aber fast weggeknallt, Alter. Nee, ich hab den auf Headshot-Ebene, hab ich den getroffen. Ja, okay. Was mach ich denn jetzt, wenn ich blute, verdammt? Warte mal, kann ich... Bau dir eine Bandage. Kannst du eine Bandage bauen? Ich kann eine bauen. Soll ich eine bauen? Verband, brauche ich Stoff. Nee, ich hab keinen Stoff, also wäre cool. Bau eine. Hier dauert ein bisschen. Wir müssen halt echt mal unsere Position ändern. Die spawnen halt die ganze Zeit, kommen wieder angerannt und... Ja, aber ich würde dich erst noch bandagieren wollen. Juhu! Oh, du siehst voll gefährlich aus mit dem Riesenspeer. Dein Speer. So, Bandage. Da. Drop. Zack. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt blute ich zwar nicht mehr, aber ich habe gut Blut gelassen. Ey. Ich habe nur noch 35. Ja, ist den Granola-Bau oder sowas? Ja, ich nehme mir einfach Blut. Nee, Moment, das ging gar nicht. Wofür war das denn nochmal? Ach, ja, irgendwelche Sachen. Ah, wir finden schon was. Wir sollten weiter. Okay, gerne. Ja, Moment, ganz kurz noch. Ich muss ganz kurz Holz sammeln, damit ich mir so einen Speer machen kann. Wir können ja auf dem Weg immer wieder zwischendurch diese Fässer kaputt hauen. Da sollte man Warum willst du einen Stone-Headshot? Ja, wenn du hast. Ey, ich hab nur einen Stein. Ja, stimmt, wir haben ja noch die Headshots. Ich hab sogar noch zwei. Was wie ich denn damit? Und ich habe auch Steine, so ein Quark. Brauchen wir nicht mehr. Ja, das geht schon ein bisschen schneller. So, Holzspeer. Alles klar, wir können weiterlaufen. Keiner währenddessen rennt, während das gebaut wird. Ja, stimmt. Okay. Ich glaube, Christian ist in diese Richtung gelaufen. Hier, vielleicht doch nicht. Da ist so ein Hirsch, der... What the fuck? Der fährt, glaube ich, gerade schief. Der im Wasser rennt. Naja, rennt. Oh, wo seid ihr denn? Ach, da. Christian? Keine Ahnung. Zeigen dem Hirsch jetzt. Ich laufe gerade auf den Hirsch zu. Ah ja, stimmt, da. Rechts von uns. Hallo, Hirsch. Hinter dir, Christian, ist einer. Christian, hinter dir ist einer. Jetzt nicht mehr. Boah, Alter, ich hab den voll erwischt. Glaube ich. Ich habe auf den geschossen, aber kann sein. Scheiße, jetzt habe ich den Hirsch natürlich unter Wasser gekillt. Schnittchenalarm! Was? Ich will Peters Anus lecken. Vielen Dank fürs Subscriben. Gut, wer nicht. Ich geh dir mal kurz looten, den Typen, wa? Ich hab gelernt, Shotgun-Munition herzustellen. Da kommt noch mehr. Ich kann den Hirsch nicht looten. Wieder von da oben. Der ist auch tot. Von einem Wolf erschossen worden. Alter, die Wölfe, Junge. Die sind richtig hart. Da läuft doch immer noch einer rum. Alle, die Pete killen, kriegen zwei Tommy-Guns. Herzlichen Glückwunsch. Schnittchen-Alarm! Moonwalker 2, hallo und herzlich willkommen und vielen Dank fürs Subscriben. Das ist mir doch scheißegal, ob die Leute Fanboys sind oder nicht, aber... Jungs, wieso steht da hinten noch einer rum? Ja, ich dachte, wir looten die noch. Die hatten Sachen dabei, also die waren angezogen. Echt? Ich hab keinen Dings mehr gefunden. Ich find's extrem blöd, dass man nicht mehr angezeigt kriegt. Das müssen sie noch machen, wie viel Munition man noch hat. Hier hat eine Hose. Rotpatronen. Vielleicht sollte ich immer die Thompson ausgewählt lassen. Alles klar, wo seid ihr? Okay, ready? Ready. Ja, hast du einen schicken Pulli, Alter. Alles gut. Danke. Brauchst du eine Hose? Ich brauch gar nichts. Was? Ja. Nee, der Typ hat eine Hose. Okay. Ja, der hat eine. Gebe er mir seine. Da kommt schon wieder einer angerannt. Also nee. Boah, ist echt Paras. Eine rote Jacke. Nee, rot finde ich nicht so geil. Ich bin lieber grün. Doch, da unten rennt tatsächlich einer. Abgang, Junge. Ist hier nicht erwünscht. Ja, Summer? Ja. Ja. Ich habe jetzt auch ein rotes Oberteil an, ja? Wenn du Bescheid wisst. Alle Kirchen. Voll gut, dass es keine Ausdauerleiste gibt, aber im Endeffekt. Ja, ohne Spaß. Im Endeffekt kann man immer rennen. Wenn du einen Hirsch looten willst, musst du den mit einer Axt kaputt hauen, ne? Ah, okay. Schnittchenalarm! Ja, Pietz Eichelcreme, vielen Dank fürs Subscriben. Nice, Alter.
Also ich habe gerade auch 3 Verbände machen können. Und Klamotten bringen offenbar keinen Schutz, sondern sind nur Deko. Mhm. Laut Grave 235. Ja, ich wollte den jetzt unter Wasser, da man im Wasser ja Schaden kriegt, wollte ich den da jetzt nicht kaputt hauen. Campfire und Can of Beans habe ich gefunden. Aber den da, den hau ich kaputt. Ich glaube, Hirsche kannst du nicht wirklich kaputt hauen. Die sind zu schnell für dich. Nein! Natürlich. Nicht schon wieder im Wasser! Ich glaube ehrlich gesagt, dass Munition mega wertvoll ist und wir ein bisschen zu krass damit umgehen. Ja, aber ganz ehrlich, wenn er noch dich zukommt, ja? Und du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du schießt mit der Munition, ich meine auf den Hirsch beispielsweise. Ach so. Ja, aber sonst wäre der Hirsch weggekommen, Alter. Ich habe jetzt 1 rohes Wolfsfleisch, 2-mal rohes Wolfsfleisch und nochmal rohes Wolfsfleisch. What the fuck, warum? Ich bin jetzt. Na gut, rohes Wolfsfleisch ist halt auch viel wert. Seht ihr den Leuchtturm da? Sollen wir mal einen Leuchtturm abchecken oder sollen wir ein bisschen weiter durch die Wüste laufen? Wir können den gerne abchecken. Welchen Leuchtturm denn? Der Richtung ist so eine Art Leuchtturm. Rechts oben ist jemand. Da sehe ich schon wieder einen Typen laufen, ja genau. Ist aber noch weit weg. Oh, da ist noch ein Fass. Ah, da kann ich noch eins. Noch ein Campfire. Ich kann 2 Campfires machen. Hat einer von euch noch was zu essen? Ja, nur aber nichts Fertiges. Ich habe ein Chocolate Bar habe ich. Und Can of Beans. Can of Beans kann ich dir geben. Hast du das nicht gerade hingeschmissen? Nee, das ist. Nee. Ach, die ist empty. Auf dich kommt einer zu. So, lol. Nice. Can of Beans habe ich jetzt hier am Boden geworfen. Oh, cool, danke. Was jetzt fand ich hier ein virtuelles Leben nach dem anderen. Den Shit werfe ich auch mal weg. Den Shit werfe ich weg. Oh, das gab's. Muss ich das Raw Human Meat noch mitnehmen? Lohnt sich das? Ja, das lohnt sich, wenn man das halt kocht, lohnt sich das. Ich bin gestorben. Alter, wir werden. Da hinten hinter dem Stein ist der Bram. In der Richtung, in die ich gucke. Okay. Ach, glaube, warum denn? In die falsche Richtung. Ah ja, genau jetzt. Da hinter dem Stein. Lol. Okay. Ich bin beim Leuchtturm. Jetzt kann ich zumindest meinen Leuchtturm abchecken. Den ihr irgendwo gesehen habt, den ich gar nicht gesehen habe. Aber ich sehe die Wüste nicht mehr. Oder den Strand. Ich bin mega weit weg von euch. Ja, ich auch. Habe ich zumindest ein Gefühl. Also, weiß nicht, ob das stimmt. Warte, die liefern mir gerade voll den Fight mit dem. Leck mich doch am Hoden, Alter! Ja, das ist jetzt Triple Kill gemacht. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Ja, das heißt, wir gehen wieder auf neuen Beutezug. Ich habe jetzt erstmal das Fass hier kaputt. Warum kann man denn nicht mal in Ruhe so ein Spiel spielen? Warum müssen alle angerannt kommen wie die letzten Snitches und wollen nicht ausnehmen, Alter? Und genau deswegen würden wir bei einem möglichen Let's Play wahrscheinlich die Folgen erst veröffentlichen, wenn wir schon wieder aufgehört haben. Ja. Alter, wir haben schon wieder ein grünes T-Shirt gefunden. Und einen Apfel. Sehr gut. Läuft einer von euch gerade auf Gras rum? Ich laufe auf Sand. Schnittchen-Alarm! Shisha-Hamster! 1411. Hallo und herzlich willkommen. Wir werden gleich, werde ich mal diesen Leuchtturm da erkunden, weil der sieht irgendwie nicht so aus, als wäre der von einem Spieler gecraftet worden. Ja, komm, fick dich, Alter! Gib mir doch eine mit dem Stein. Komm her, du Wichser! Hä? Willst du hier? Lol, Bram, hast du gerade einen umgehauen? Ja, noch nicht. Ich bin gerade aber dabei. Haut gerade von euch einer auf den Menschen rum? Nö. Ja, ich hau auf ihm rum, aber umgehauen habe ich noch nicht. Du willst doch meinen dicken Schwanz haben, oder? Komm hier, dick ins Gesicht. Komm schon! Blute! Ich dachte gerade, erst wir hauen vielleicht aufeinander rum. Ne, ne. Auf Maximilian rum, oder wie der heißt. Keine Ahnung. Das ist so primitiv, dass es mir gefällt. Ey, ich hab dem den Stein volle Möhre am Kopf gehauen. Eigentlich müsste der ausgenockt sein. Ja, ich hab noch 1 HP. Ich hab noch 20. Keiner von euch läuft auch schon wieder einer rum. Komm, wir töten uns gegenseitig. Scheiße. So. Jetzt ist der weggeschossen worden mit einer Thompson. What the fuck? Wieso ist denn da jetzt einer mit einer Thompson angelaufen gekommen? Läuft gerade einer von euch durch den Fluss? Ja. Ich. Nee. Du schwimmst gerade? Ja, ich schwimme gerade. Okay, dann bin ich links neben dir gespawnt. Aber da verlierst du voll schnell Leben, wa? Ja, ich weiß, ich hab noch 1 HP gehabt, bevor als ich da reingegangen bin. Achso, jetzt bist du tot. Also, dann dachte ich mir halt so, okay, wenn du so noch 1 HP hast, dann kannst du auch. Stimmt. Ne?
Liebe Freunde, ich werde euch kurz Gelegenheit geben, etwas zu trinken, zu snacken, zu holen oder eventuell aufs Toilette zu gehen. Wir machen mal eine kurze Pause, um uns mal wieder ein bisschen zu sammeln und sind dann gleich wieder da mit noch ein bisschen Rust. Also BG. Ups, nein. Wo ist denn Pause, Alter? Da ist Pause.